Hallo, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung. Der ein oder andere kennt das. Man kauft sich ein neues Spiel, guckt rein und hat nichts weiter drin als die Disc. Ich entschuldige mich gleich mal für die Audioqualität. Ich habe leider keine andere Option. Und vielleicht auch für die Bildqualität. Nichtsdestotrotz will ich euch mal zeigen, wie sich denn in den Jahren die Spielepackung bzw. deren Inhalt verändert haben. Dies ist mehr oder weniger eine Videoantwort auf den deutschen Xbox-Kanal. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und hierbei geht es nicht nur um die reine Spielverpackung an sich, sondern ich habe auch mal Rezensionsmuster mit hinzugenommen. Das soll heißen, das sind Muster, die ich von den jeweiligen Publishern bekomme zum Testen. Ich würde sagen, wir fangen ganz, ganz hinten an. Und das wäre meines Erachtens Fallout 3 in dem Fall. Also, das soll jetzt nur einmal zeigen, das ist halt Xbox 360. Mehr soll das nicht sein. Beziehungsweise PS3, je nachdem. Und deren Inhalt. Und da sehen wir, wir haben eine Disc und wir haben eine fette, fette Anleitung. Die ist wirklich fett. Moment, ich muss das hier mal so. Die ist extrem fett. So, ich hole das mal raus. So, da haben wir hier noch irgend so ein Gedöns mit drinne. Und dann hier, wie gesagt, eine fette, fette Anleitung von keine Ahnung wie viel Seiten. 20 mindestens. Und wenn wir dann das so gesehen dann zu der Übergang zur nächsten Generation, das wäre dann in dem Fall BioShock Infinite, ist auch das Spiel natürlich dabei und eine Anleitung. Aber hier sieht man schon den ersten Schritt. Die Anleitung ist sehr kurz. Also mehr oder weniger ist es keine Anleitung mehr. Das ist eigentlich gar nichts. So, das ist echt traurig. So, dasselbe ist dann hier gut. Hier haben wir mehr oder weniger ein Cover, was man. Moment. Wo ist es? Da. Was man mehr oder weniger umdrehen kann. Und dann hat man wirklich ein geiles Wendecover. Wenn ich das mal rausnehme. Das wäre dann so das Wendecover. Also das ist echt mal ein geiles Cover. Das muss man da sagen. Im Gegensatz zu dem normalen Cover. Dann dreht man das Ganze um. Also das ist echt mal ein fettes Cover. Ja, das muss man mal sagen. Also das habe ich echt noch gar nicht in Betracht gezogen, das einfach mal umzudrehen, weil das sieht mal echt geil aus, muss man jetzt mal sagen. Ne? Also das ist jetzt echt mal. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ganz ehrlich. Ja, na gut. Wie war das bei Fallout? Ich glaube, Fallout hat keins. Nein, Fallout ist ganz normal weiß. So, wenn wir dann rübergehen zur nächsten Generation, die Xbox One. Ich habe jetzt hier einen Exklusivtitel genommen, das ist in dem Fall Quantum Break. Was haben wir da drinne? Das Spiel. Und hier noch irgendein DLC-Quark. Aber mehr auch nicht. Ja. Was heißt DLC? Es ist halt Alan Wake mit dabei gewesen. Und ja. Das war es dann im Endeffekt. Auch kein Wendecover oder so. Da ist hier der Support auf der Rückseite. Muss jetzt auch nicht sein unbedingt. Also weiß ich nicht. So, hier haben wir noch ein Xbox One Spiel, das ist jetzt Need for Speed, das ist ein Rezensionsmuster, das sieht man auch hier ganz gut an dem Label hier dran. Und da ist es auch nicht viel anders, im Gegenteil, da sieht man halt hier, dass hier Promotion Only, beziehungsweise Promotion Disc, not for resale, also nicht zum Verkauf. Und ja,
Was ich ein bisschen doof finde bei den Xbox One-Hüllen generell, dass die Disc auf der falschen Seite ist. Ja, das gefällt mir irgendwie nicht, weiß ich nicht. Und hier auch keine Anleitung oder sonst irgendwas. Gut, es ist nur ein Rezensionsmuster, aber nichtsdestotrotz, es ist das ganz normale Cover, nur ein bisschen ausgebleicht und hier halt das Label dran. Und bei der PS3, wenn wir nochmal eine Generation zurückgehen, war das zum Beispiel ganz anders. Da war das der Topseller schlechthin für die PS3, The Last of Us. Ja? Jetzt fragt sich der eine andere, was ist das hier? Das ist der Pressekit, der zur PS3-Version gehört. Das heißt, es ist auch ein Rezensionsmuster gewesen, inklusive diesem Cover. Inklusive diesem Ding da. So, das heißt, das ist der Pressekit. So, ich mache das mal schnell eben auf für euch. Da war daneben. Was da? So, zack. Da war hier exemplarisch eine Kassette, was aber keine Kassette ist. Sieht aus wie eine Kassette, ist aber ein USB-Stick. Und das fand ich ziemlich geil. Wenn man das hier rausholt. Da, USB-Stick. Guckst du? Bumm. Geil. Da ist der komplette Soundtrack drauf. Und ja, das fand ich schon recht cool gemacht, muss ich sagen. Und dann war hier dieses Ding da, das ist das Mini-Artbook sozusagen. War dann auch dabei, halt exklusiv für die Presseleute. Ich finde es ein bisschen schade, dass sowas exklusiv nur für die Presse ist. Das finde ich dann ein bisschen traurig, aber nun gut, das ist mal ein positives Beispiel, wie ein Rezensionsmuster aussehen könnte. Und wenn man hier die Hülle aufmacht, dann hat man hier auch ein Wendecover. Hier hat man dann eine kleine Anleitung, wirklich eine kleine, und allen möglichen Werbescheiß noch mit bei. Also, ja gut, es ist ein Wendecover dabei, wie man hier sieht. Also habe ich das ja auch umgedreht schon direkt. Also ich habe hier kein USK-Flatschen dran. Aber nichtsdestotrotz ein positives Beispiel für ein Rezessionsmuster und ein negatives Beispiel für Rezessionsmuster ist eigentlich schon seit der PS3 die Exklusiv-Rezessionsmuster. Jetzt mal abgesehen von Last of Us. Hier zum Beispiel Detroit. Das ist ein Rezessionsmuster von Detroit Becomes Human. Ja, da bekommst du wirklich so eine fucking scheiß Slim-Hülle, ja, billig. Und dann hier halt, Moment, so rum. Und dann hier halt, noch wird geworben. Dann ist hier auf der Rückseite die Tastenbelegung. Und mehr ist da nicht. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Und dann hier ist halt dann das Spiel. Das ist traurig. Bei der PS3 war das auch schon so. Bei vielen Titeln, bei Exklusivtiteln nicht unbedingt, es kam immer aufs Spiel drauf an. Wenn das natürlich Topseller war, wie eben Last of Us, dann kam da so eine Mega Edition. Aber wenn das jetzt nicht so ein Topseller war, dann kam das in so einer stinknormalen Hülle. Und bei Exklusivtiteln, wenn man es Retail kauft, ich habe jetzt hier exemplarisch Neck genommen, weil ich die meisten Exklusivtitel von Sony direkt kriege, wie eben hier Detroit, da ist das. Ja, auch schon. Da ist das ja nicht viel anders. Da hat man hier den Käse, die mehr oder weniger Anleitung und dann hier halt die Disc. So, und mehr ist da nicht. Kein Wendecover, nichts. So, und bei einem älteren Titel, das war ja mit eins der Launch-Titel, beziehungsweise das kam ein bisschen später, wenn ich mich recht entsinne, halt als aufgepepptere Version für die PS4 sowie auch für die Xbox One natürlich. So, da ist hier die Disc. Dann habe ich hier die Anleitung. Und da gab es noch Anleitung. Ja, sogar mit Inhalt. Wenn man hier mal guckt. Mensch, müssen wir weiter runter. So, die war jetzt nicht unbedingt groß. Aber sie war halt vorhanden. Darum geht es ja. Und dann war exemplarisch noch DLC dabei. Exklusiv-Content irgendwie gedönst. Jetzt muss ich gucken. Also ja, bringt euch sowieso nichts, der Code, weil den habe ich schon eingelöst.
Dieser Aveline DLC, genau, darum ging es. Der ist ja PlayStation exklusiv damals noch gewesen. Und ja, das war noch dabei. Und dann natürlich auch, das war ja auch damals noch der Uplay Passport. Damals hast du ja noch Online-Pass gebraucht, um online zu spielen. Das wurde ja damals auch fallen gelassen, irgendwann. Das ist ja auch von EA gekommen mit diesem Online-Pass und alle anderen haben es nachgemacht. Genauso, dass die Anleitungen in diversen Spielen fehlen. Und das ist echt traurig. Traurig, traurig, traurig. Aber was soll man machen? Ja, so viel dazu. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Anleitungen fehlen oder Wendecover oder hast du nicht gesehen? Ja, das war's von meiner Seite und wenn dir das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen, gerne auch ein Abo, wenn du möchtest und in diesem Sinne bin ich raus und bis zum nächsten Mal. Ciao!